Dann haben wir noch einen Cyborg mit einem Afro, Jungs. Ein Cyborg mit einem Afro. Das ist übel heftig, das müsst ihr euch mal vorstellen. Das muss man zu schätzen wissen. Alter, wie kann man so eine Scheiße hochladen? Oh, das wäre ich 2015, vor fast 3 Jahren. Okay, dann würde ich sagen, auf ein neues. So Leute, das Video ist mal klar, dass es früher oder später kommen sollte. Mit der Ankündigung, dass One Punch Man Season 2 doch 2019 kommt, ist auf jeden Fall wieder ein gewisser One Punch Man Hype da. Ich habe damals zu der ersten Folge auch was gemacht. Ich glaube, das Video ist aber nicht mehr online, wie dem auch sei. Ich erzähle euch vor dem Video noch eine kleine Geschichte. Ich habe mir gedacht, One Punch Man Season 2, da bin ich richtig pumped drauf, da habe ich richtig Bock drauf. Und dann kam Young Proud und hat eine News rausgeballert, dass One Punch Man 2020 kommen sollte. Und diese News Stimmte nicht. One Punch Man kommt 2019 im Frühjahr. Und keine gegen Yonko. Yonko kann sich auch mal irren, deswegen, das ist ganz, ganz normal. Aber ich dachte mir damals, okay, 2020, dann lese ich einfach den One Punch Man Manga. Ist ja sowieso noch eine lange Zeit bis dahin. Und dann, ja, wo ich angefangen habe, einen Tag später kam die News raus, 2019 geht's weiter. Aber ich habe das Ding trotzdem durchgezogen. Und bin momentan aktuell in One Punch Man. Und deswegen war es wirklich früher oder später für mich klar, dass ich irgendwann dieses Video hier bringen werde. Ich habe Montag und Dienstag nichts hochgeladen und das lag natürlich zum einen daran, dass ich vielleicht ein bisschen voll war, aber der One Punch Man Manga hat mich sehr, sehr stark auf Trab gehalten und ich konnte einfach nicht aufhören zu lesen und deswegen dachte ich mir, hey, lese ich das einfach durch und mache dann eventuell ein Video und deswegen sind wir, wie gesagt, jetzt hier, wo wir sind und zwar, ich denke mal, über 80% von euch werden One Punch Man als Serie nicht ernst nehmen und die meisten belächeln das Ganze und hey. Oh, sorry. Das war echt keine Absicht. Ich wollte kurz davor stoppen, aber du hattest zu viel Schwung. Das klappt auch ganz gut, weil die erste Staffel zeigt ja auch sehr, sehr viel Humor und One Punch Man ist meiner Meinung nach auf einem sehr, sehr guten Humor-Level, was das angeht. Aber ich finde, das ist nur eine ganz, ganz kleine Facette von One Punch Man. Okay, bevor ich anfange, über den Manga zu reden, ohne zu spoilern, keine Sorge, kurze kleine Historie zu dem ganzen Ding. Der Macher von One Punch Man, One, ja, der ist echt so, ist ein etwas interessanter Typ. Ich möchte ihm nicht zu nahe treten, aber seine Zeichnungen in seinem Webcomic One Punch Man sind, wie soll ich das ausdrücken, ein wenig anders, als man das von einem Mangaka so kennt. Und ja, der One Punch Man Manga sieht wirklich nicht schön aus. Naja, das gilt jedenfalls für den Webcomic, denn der richtige Manga, wow, der richtige Manga. Also in der Manga-Industrie ist förmlich ein kleines Wunder geschehen. One macht die Story und Yusuke Murata macht die Zeichnungen. Und meine Fresse, Murata-Sensei ist ein Genie in seinem Handwerk. Einige werden ihn vielleicht aus früheren Arbeiten wie A-Shield, einen Football-Manga, kennen, aber seht euch das an. Goku, Vegeta, Iron Man, Waifus, Killua erwachsen, der Typ kann einfach alles. Okay, warte mal, das letzte stimmt nicht ganz. Für diejenigen, die sich schon auf eine Hunter-Hunter-Fortsetzung gefreut haben, der letzte, den ich genannt habe, ist nicht Killua nach dem Timeskip, sondern Garu aus One Punch Man, Status Badass. Kein Scheiß, ich denke zwar, dass die meisten Leute nichts von meinem All-Time-Favorite-Character-Ranking halten werden, weil bei mir ist Naruto auf Platz 1 und viele werden das wahrscheinlich dumm finden, was mir im Prinzip egal ist, aber der Dude bleibt bei mir auf 1. Aber normalerweise ist es recht schwer, bei mir in die Top 10 zu kommen. Naja, es sei denn, du bist der 0815 schon ein Protagonist. Da ist die Chance relativ hoch, dass ich dich einfach feiern werde, weil ich einfach, was das angeht, sehr, sehr, sehr leicht zu haben bin. Trotzdem hat Garu sich sofort reinkatapultiert und ich könnte Stunden über diesen Dude reden, aber ich möchte nicht spoilern, deswegen bleiben die meisten Aspekte zu ihm erstmal geheim und die müsst ihr dann selbst erfahren in der Staffel 2 oder eben im Manga. Und das ist auch ein wichtiges Thema, weil viele wahrscheinlich in die Kommentare reinschreiben werden, hey, One Punch Man ist cool, aber ich warte lieber auf Season 2 und möchte den Manga nicht lesen, was ich natürlich respektieren kann, aber kein Scheiß, Leute, die Zeichnungen von diesem Murata sind einfach unreal und ich werde immer wieder im Video einblenden, aber One Punch Man ist echt eine Leseerfahrung wert. Wie dem auch sei, nochmal ganz kurz zu Garo. Stellt euch einfach einen Saiyajin vor, dessen Ideale super in Szene gesetzt werden und der ins One Punch Man Universum katapultiert wird und auf einmal die Hauptperson ist, jedenfalls über lange Strecken. Das ist auch so eine Sache bei One Punch Man. Saitama ist ja OP, das heißt, es ist schwer, eine Shonen-Story um ihn zu bauen, die normalerweise mit jedem Arc mehr Fahrt aufnimmt und wo der Gegner immer stärker wird. Und ich meine, das passiert auch so ziemlich, aber Saitama ist halt OP und ich finde, die Saitama-Dynamik funktioniert extrem gut, gerade
gerade auch mit dem großen Supportcast, den man in One Punch Man hat. One Punch Man führt viele Charaktere ein und diese funktionieren echt gut. Genos zum Beispiel, das wisst ihr auch aus der ersten Staffel, war so ein wenig eine Art böser Rivale, also wurde er jedenfalls vorgestellt und kurze Zeit später war er die Nummer 1 in Saitamas kleinen Fanclub und die Saitama-Genos-Beziehung wird in Staffel 2 und im Manga darüber hinaus immer weiter ausgebaut und echt gut genutzt. Ich finde, das ist immer ganz wichtig beim Manga in dem Shonen-Bereich, dass es halt immer ein Duo gibt, was sehr gut harmoniert und nehmen wir den Fall, dass die beiden echt super gut funktionieren. Genos Opa, Iron Man, Urameshi Yusuke, Sonic in Cool, Muscula aus My Hero Academia in One Punch Man und wie eben erwähnt, Garu, der keinen Titel braucht, weil er der Beste ist, sind nur Beispiele oder kleine Beispiele für andere Charaktere in One Punch Man, die einen anderen Schwung mit reinbringen. Sogar Lancer aus Fate, Luxus aus Fairy Tail, Hollow Ichigo aus Bleach und auch irgendwie Goku in einer anderen Form, der Frauen aufreißt. Ich meine, schaut euch das hier an, das ist einfach eine unglaubliche Ähnlichkeit und der Dude ist halt einfach cool. Und das bringt uns auch zum nächsten Thema und zwar das Wichtigste. One Punch Man hat einen Turnier-Arc und ich denke, da muss man bis Staffel 3 drauf warten, aber ein Turnier-Arc, Leute. Naja, das Ganze wird ein bisschen geschwächt, weil Saitama nimmt teil und ihr wisst vermutlich, was das heißt, wenn Saitama in einem Martial-Arts-Turnier teilnimmt. Ja, und das, was ihr gerade im Kopf habt, genau so wird es auch ablaufen. Was mir in My Hero Academia so gut gefällt, ist, dass das Bild des Helden immer wieder in Frage gestellt wird. Mit zum Beispiel Stain hat man jemanden, der nur diejenigen Held sein lässt, die es ernst nehmen und wirklich Leute retten wollen. Zum Beispiel nicht Leute, die einfach Held werden wegen dem Ruhm oder wegen dem Geld. Stain ist es wichtig, dass es wirklich Leute sind, die jemanden retten wollen. Deswegen ist ja auch Deku so wichtig für ihn gewesen. Auch in One Punch Man gibt es das und auch wenn in My Hero das ganze Thema noch viel, viel wichtiger sein wird in den zukünftigen Arcs und in den zukünftigen Abschnitten von My Hero Academia, ist es in One Punch Man förmlich die ganze Zeit aktiv. Die ganze Zeit wird dieses Bild in Frage gestellt von verschiedenen Charakteren auf verschiedenen Weisen und wie gesagt, wegen Spoilern kann ich hier leider nicht näher drauf eingehen, deswegen halte ich meine Klappe, was das angeht, an der Stelle. Bei jeder Serie, die ich schaue, also im Bereich Battle Shonen, kann ich mir schon ungefähr ausmalen, was wie wann passieren wird. Natürlich ganz grob eingeschätzt, was nicht immer schlimm sein muss. Das ist gar nicht so eine schlimme Facette bei einem Shonen, wenn man ungefähr weiß, was passieren wird. Aber bei One Punch Man ist es wirklich so, dass wir jetzt bei fast Kapitel 100 angelangt sind und ich mir nicht im geringsten vorstellen kann, wie die Story ihren Lauf nimmt. Und deswegen ist One Punch Man, wie ich finde, so eine interessante Leseerfahrung, weil jedes Kapitel ein absoluter Schlag in die Fresse ist und man sich immer wieder denkt, was passiert jetzt? Was hat er sich ausgedacht? Was wird noch kommen? Und wie zum Teufel schafft er, diesen Manga so gut aussehen zu lassen? Es ist irgendwie doch eine gute Eigenschaft, dass der Manga so chaotisch und gleichzeitig strukturiert ist, also storytechnisch gesehen, wenn man sich nicht genau vorstellen kann, wie das Ganze zu Ende gehen wird. Ich meine, das Ziel ist ja eigentlich klar. Saitama will einen würdigen Gegner haben, Genos möchte stärker werden und. Genos ist ja sowieso dieser Ansatz des Shonen-Helden, der immer stärker wird, das bei Saitama nicht mehr der Fall ist, weil er halt der Allerstärkste ist, deswegen hat man Genos quasi eingeführt. Und was ich auch liebe, sind Sachen, die im Nachhinein erklärt werden, sowas in einer Art wie Naruto, wie im Nachhinein die ganze Vergangenheit enthüllt worden ist. Jetzt mal abgesehen davon, ob der Mangaka sich das zu Anfang oder später ausgedacht hat, finde ich halt, sowas gibt einer Story extrem Halt und sorgt für einen gewissen Realismus innerhalb der Serie. Und ja, ich sage hier innerhalb, weil jetzt die meisten wieder schreien werden, unlogisch, wie kann denn One Punch Man jeden mit einem Punch fertig machen, das ist total unlogisch mit nur so wenig Training. Ja Leute, es geht aber um die Logik innerhalb der Serie, innerhalb des Universums, deswegen sind auch die meisten Kritiken mit dem Thema Logik gerade in Richtung Dragon Ball Bullshit, weil die meisten gar nicht wissen, was denn Logik im Anime ist, was denn Logik innerhalb eines Universums ist. Ist zwar ein anderes Thema, wollte ich hier aber ansprechen, dass mir das halt auch, wie gesagt, ein bisschen wichtig ist und ich das bei One Punch Man eigentlich auch ganz gut finde, wie das Ganze erklärt worden ist, wie das Worldbuilding aufgebaut worden ist und. Thema Dragon Ball, das geht jetzt auch raus an Shueisha, also hört mir ganz genau zu, ich gebe euch hier einen ultimativen Tipp, ich tue euch einen Gefallen und damit tut ihr mir einen Gefallen. Ich will zum Ende von One Punch Man einen Spin-Off, wo Goku und Saitama sich kloppen. Ich meine, Goku sucht und Saitama sucht. Ihre Online-Dating-Profile stimmen perfekt überein. Also, warum nicht? Und die Fans würden es, glaube ich, auch sehr, sehr stark appreciaten, wenn Murata, der ein Gott der Zeichnung ist, das Ganze macht. Und dann haben wir ein Werk, was ziemlich, ziemlich cool sein könnte. Also, Shueisha, hört mir zu, macht das einfach. Goku gegen Saitama, der ultimative Kampf. Ich glaube, das wäre der perfekte Abschluss für beide Serien und es wäre der legendärste Spin-Off innerhalb von Battle Shonen-Serien. Also, wie gesagt, tut's einfach und tut mir damit auch einen Gefallen und damit bin ich auch raus. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Vielleicht sehen wir in 10 Jahren, dass der Wunsch von mir wahr werden könnte. Wer weiß. Bis dahin, haut rein.